Und nun auf dem Eis ein Paar aus Österreich mit Miriam Ziegler und Severin Kiefer, 23 und 27 Jahre sind die beiden jung, laufen schon seit 2013 zusammen, also nun 5 Jahre. Und wir sind gespannt, was die beiden uns jetzt hier im ersten Teil der Paarlaufkonkurrenz im Kursprogramm zeigen. Programm von den beiden, von Miriam Ziegler und Severin Kiefer. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie ging es dir? Ja, war super. Also vor allen Dingen ein wunderschöner dreifacher Tulup. Super sicher, sehr synchron auch. Also vermutlich das beste Kurzprogramm, was sie gezeigt haben. Und sie werden verdient in Führung gehen. Wir werden den ersten 60er-Wert hier erleben. Ja, das wirklich klasse gemacht. Ja, nicht nur die Elemente, die hier fehlerfrei waren, mir hat auch diese Zusammensetzung des Programms, also der ganze Aufbau, die Choreografie sehr gut gefallen und sie haben es toll umgesetzt auf dem Eis. Genau, Marc Pillet, ein Kanadier, ist verantwortlich für die Choreografie. Die beiden arbeiten schon seit einigen Jahren mit ihm zusammen und... Ihn haben wir heute auch schon gesehen, Knut Schubert. Genau, ja. Und Alexander König, trotzdem bei den Europameisterschaften, wo sein Top-Paar nicht dabei ist. Genau, Jean-François Ballesté. So, das war der Twist. Und jetzt der Tulup. Ja, der war super. Ganz weich die Landung. So, der Wurfflip.
miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000. Ja, ich glaube, im Grand Prix ist es ihnen nicht gelungen, so fehlerfrei durchs Programm zu kommen. Aber jetzt, wo es zählt, sind sie wirklich in Topform. Wirklich spritzig, wunderschön anzuschauen. Man hat richtig gesehen, wie viel Spaß sie auch auf dem Eis gehabt haben. Miriam Ziegler und Severin Kiefer. Zuletzt bei der Nebelhorn-Trophy in dieser Saison ihre persönliche Bestmarke im Kurzprogramm aufgestellt mit 65,09 Punkte. Ich könnte mir vorstellen, da kommen sie nah dran, wenn nicht sogar drüber heute bei der Europameisterschaft. Nicht ganz, aber 63,94, ja. Das ist trotzdem hier. Führung. Ja, prima. Sehr, sehr schöner Auftritt, vor allem auch eine Fehlerfreileistung. Und so kann es gerne weitergehen, jetzt hier beim Kurzprogramm der Paare. Ja, das ist knapp, aber gut, wenn sie einen Rückteil macht, dann wäre es gerade wieder. Ist so, guter Einstand. Ja.